Meine komplette Berechnung da oben basiert darauf, dass hier alles Bio ist. Sag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir hatten Dinge vor. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ich weiß, wir wollten irgendwas mit dem Kollegen da vorbereiten. Aber was war das? Ach ja, wir haben kurz überlegt, wie können wir die Dinger hier am besten schmelzen. Das war's, weil wir haben... Oh, jetzt muss ich wieder nach den Zahlen gucken. Wir kriegen 60 pro Minute raus. Wir können, das heißt, aus zwei brauchen wir vier Stück. Und da mussten wir uns jetzt überlegen, wie wir das hinkriegen, weil wir haben dafür genau zwei Plattformen Platz. Das heißt, wir wollten hingehen und hier. Brauchen wir nichts mehr sortieren, sondern wir müssen nur noch smelten. So, das heißt, wir gehen hier hin. Und wollen den Spaß. Wenn ich so hingehe. Habe ich dann noch genug Platz vorne vor? Ja, habe ich. Ich kann sogar noch nach vorne gehen. Weil eigentlich das Beste wäre ja hier so. Dann haben wir das, haben da noch ein bisschen. Wie sieht es aus, wenn ich den so mache? Dann sollte ich vorne vor den Ausgang kriegen, hinten dran den Eingang. Nee, nicht mit Leuten reden. So. Mal. Dann gehen wir hin und setzen da dran. Dann Splitter. Den Splitter wollen wir da haben. Ja, mal gucken. So. Da kommt der Splitter. Dahin, dahin und dahin. Und hier vorne kommt dann ein Merger hin. Wir hoffen es zumindest, dass der hier hinkommt. Passt, ne? Ja. Merger. So, du kommst dahin. Dahin. Und hier. So. Damit haben wir die vier Stück zusammen. Wenn ich mir das Ganze so angucke, könnte ich bald überlegen, ob ich nicht einfach hingehe und das System aufbaue für... Wir überlegen nochmal. Vielleicht gibt es eine sinnvollere Sache. Wir haben gesagt, wir machen daraus schlampige Eisenbahn. Das ist 30 rein, 30 raus. Mit den vier kommen wir auf 120. Wir könnten theoretisch, wenn wir das hier mittig hinstellen, links und rechts machen, könnten wir 220er Bänder machen. Wir haben ja noch nichts Schnelleres. 340 wäre optimal. Dann könnten wir das verdoppeln hier. Aber das kriegen wir so hin. Das machen wir auch. Dann haben wir nämlich den Platz noch von der Seite. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das heißt, wir setzen die auf diese Seite dran. So. Das ist ja sehr eng. Aber das funktioniert. Ja.
Nein, ne? Und einen hier. Das ist doch, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und dann gehen wir dorthin und machen wieder den Merger. Lassen alles auch in diese Richtung laufen. Dahin. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass das alles sehr, sehr eng ist. Aber das macht nichts. So. Dann können wir jetzt nämlich hingehen. Hier schön die einfachen Bänder dazwischen packen. Dann machen wir da. Jetzt kommt weiter. Yep. Da hinten. Da hinten. Da dran. Da dran. Hier sieht auch gut aus. Da rein und da rein. Dann können wir hier den Ausgang verbinden. Und dann müssen wir schon wieder manuell basteln, weil mir geht das Material aus. Ich brauche eine... Was machen wir hier? Ich habe hier Dinge machen lassen. Zinn. Was mache ich jetzt hin? Warum habe ich das nicht in Kanister gepackt? Egal wie, bleib mal. Du, lass mal auf. Da ist, pack mal da vorne rein. Hab ich hier keine Werkbank hingestellt? Natürlich nicht. Heißt, wir setzen uns erstmal eine Werkbank. Keine Ahnung mehr, was ich hier alles überhaupt machen wollte. Wir wollen haben Simple Conveyor Belt. Und dafür fehlt uns Reinforced Iron Plates. Ich habe so eine Ahnung, dass ich weiß, was ich da machen wollte. Was brauche ich für die Reinforced Iron Plates? Ich brauche... Ich brauche ein paar davon. Das war das Erste, was ich machen wollte. Reinforced Iron Plates automatisieren. Und zwar möglichst zügig. Das ist der Ausgang, das ist der Eingang. Ich habe manchmal. Hier kommen 60 pro Minute raus. Sind 120. Die zwei zusammen reichen für die vier. Die zwei für die anderen vier, aber die muss ich oben rum anschließen. Das heißt, weil hier gehen 60 raus, da gehen 60 raus und dann müssen hier wieder neue rein. Du kommst schon mal weg. Warum hat er überhaupt einen Zwischen? Was. Okay. Ich habe die gemacht, jetzt muss ich die anderen Dinger. Eieieiei. So.
Machen wir ein paar. Müssen wir jetzt nicht sofort komplett durchziehen hier. Ich meine, es wäre auch nicht cleverer gewesen, das in die Mitte zu setzen, also genau umgedreht zu machen, weil das hätte nicht funktioniert. Ich hätte die alle auf eine Seite legen können. Das wäre vielleicht noch halbwegs clever gewesen, aber das hätte mir quasi nichts gebracht. So, wir machen mal bis auf 20 runter. Okay. Aber, nein, doch. So. Wir wollen aber, nee, hier den. Nee, da auch nicht. Da wollen wir gerne. Und so, ja. Okay. Dann machen wir auf der Seite weiter. Dann hier kommen ja auch 30, 60, 90, 120 raus. Hier zwischen wären zwar eigentlich nur 60, aber das reicht so. Und dahin. Okay. Da ist alles angeschlossen. Jetzt brauchen wir Strom. Power Pole. Hätten wir gerne. Hier. Dann sagen wir dich anschließen. Dann gehst du dorthin, dich anschließen, dich anschließen. Wir gehen einen weiter und sagen. Nee. Und dahin. Wunderbar. Jetzt wäre nur noch die Frage, kriegen wir hier vorne noch einen solchen hin? Den müssen wir eigentlich. Wir hätten gerne, dass hier ein Splitter hinkommt, der in die Richtung rausgeht. Der muss ja nicht splittern gerade. Der ist nur dafür da, dass ich vorne nicht zwei übereinander habe. Oh. So, ich hätte gerne. Nee. Hier. Nee, da dran. Ja, ist okay. Danke. So hätten wir es gerne. Mann. So, und dann wollen wir dich dort wieder wegnehmen. Und können dich einfach mit einem solchen Band von da nach hier legen. Unsere. Wir haben zwei Eingänge. Das ist doch ganz gut. Wir haben Strom. Das ist noch besser. Wir haben Ausgänge, die jeweils dann 120 hinten raushauen. Das sieht gut aus. Hätte ich das in die Mitte gebaut, wäre das auch ein bisschen weniger kompliziert gewesen. Egal. Blueprints. Smelt Module. Directory, wir nennen es. Kann ich die eigentlich benennen? Nein, kann ich nicht. Bitte. Wie nennen wir die Modules? Wir machen Icon, das ist. Dieses, wir nehmen den da, wir sagen Subcategory
Smart Module genau dahin, aber wie nennen wir sie? Ja, Apply Changes. Dich zu. Icon ist der Kollege. Select Image. Broken von mir aus bleiben. Interessiert mich nicht ganz so. Save Blueprint. Jetzt ist die Frage, lasse ich das so und stelle die nachträglich ein oder gehe ich jetzt hin und stelle die ein und speichere das mit auf? Dann sind die direkt alle auf Eisen eingestellt. Aber das könnte ich wahrscheinlich nachher für andere noch weiter gebrauchen. Wir lassen das erstmal so. Dann gehen wir hin und sagen Blueprint Designer. Nein. Blueprints. Dahin geht's. Wie ist das eigentlich? Ich, hier. Ja. Ich würde gerne dieses hier, aber da kann ich nichts einstellen. Warum kann ich das nicht loswerden? Für mich ist ein Ding, das ich immer noch nicht verstehe. Warum kann ich dieses Undefined, Undefined nicht löschen? Ja. Clear Designer. Da alles rausnehmen. Und du gehst hier vor. So. Ja, ja. Nee. Auch nicht. So. So. Eigentlich möchten wir das mittig zwischen. Warte mal, wo haben wir hier? Hier stehen wir doch eigentlich ganz gut. Wenn wir hier den Eingang machen, näher ran können wir nicht wegen dem. Ist ja auch okay. Hinten raus müssen wir sowieso noch erweitern, auch wenn wir hier dann massig Platz haben. So, du kommst hier hin. Du kommst nicht dahin. Das ist ein Problem. Ich brauche Eisenplatten. Eisenplatten haben wir vorne. Das heißt, wir müssen die zweite Quelle gleich noch von unten anschließen. Und jetzt holen wir uns eben da vorne Eisenplatten. Oh, ist schon fast zu weit. Ich sollte überlegen, ob ich mir von dort direkt einen Weg da hoch mache. Brauche ich jetzt nicht wieder unten rumrennen, weil das könnte ein bisschen weit werden. Das nehmen. Warum kommt mir das vor, als wäre diese Plattform hier nicht konform zu dem da oben? Wie das nicht da vorne zu konform ist. Macht ja nichts. Du machst ja hier. Ups. Bin ich. So. Tiefer kann der noch, oder? Und dann? Gehen wir da. Schon.
Dann läuft da auch mal wieder ein bisschen. So. Oh, das war knapp. Okay. Gut. Damit verbinden wir den Spaß da unten schon mal. Wir wollten den zweiten anschließen, ne? Der zweite ist quasi dahinter. Wir hatten ja relativ nah, nämlich da vorne, direkt den nächsten. Und den haben wir... könnten wir jetzt hingehen? Oh, würde es da vielleicht Sinn machen, den einen tiefer zu setzen? Und wie das Sinn machen würde. Wir reißen dich einmal auf. Wir reißen dich einmal auf. Dann kommt 120er Band. Kommt von dort aus. Oh, das passt nicht. Warum habe ich denn das obere abgerissen? Ja, genau. Immer schön. So da hoch, danke. So, und da? Da dran. Da müsste ich doch eigentlich... Nee, da komme ich noch runter. Und da? Da drunter? Jetzt machen wir den Conveyor Lift. Nämlich... Den machen wir jetzt nämlich an den unteren. Hoffentlich. Ja, an den unteren. Das geht direkt rein. Geht da oben auf den anderen. Du bist auch ein Mark II Band, oder? Ja. Okay. Dann können wir nämlich den oberen mitnehmen. Bis nach hier hinten. Nämlich genau bis... dorthin, holen uns von da den schon mal runter. Lassen ihn bis dahin gehen. Du machst jetzt bitte Folgendes. Du bekommst hier einen Merger hier vorne hin, der so ein bisschen seltsam dasteht. Du gehst und weg. Mitten durch den Pfosten durch. Das ist ein bisschen wild. Jetzt gehen wir hin, nehmen das noch. Hinein. Mark 1 Bild dorthin. Mark 1 Bild dorthin. Wo müsste es jetzt loslaufen? Mir Zeug geben. Das geht da hoch. Der zweite läuft los. So, beide laufen los. Perfekt. So will ich das haben. Jetzt bin ich doch hier runtergesprungen und muss mir wieder einen Weg hochsuchen. Theoretisch wäre da ein guter Weg hoch. Aber nee, da ist er. Der ist aber auch relativ weit weg. Eieiei. Ja, ist schon wieder zu Hause. Und hier hoch. Ach, bei den Schnecken vorbei. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Also, die halten sich ja relativ gut die Waage, ne? Oh. Oh. Oh, ich habe mal eine andere bekommen. Warum habe ich hier die Dinger drin? Nein. Die, ja, da nichts mit passieren. Aber das hier ist ein Problem. Das heißt, ich nehme mir mal alle hiervon raus, alle hiervon raus, alle hiervon raus und gehe nach dorthin und sage, ich hätte gerne alle solchen und alle solchen da drin. Und hier kommen alle... Also noch Schnecken gesehen. Oh. Alle solchen rein. So.
Das kann ich rausnehmen, aber mit dir darf nichts passieren. Ganz vorne. Der Klick war essentiell wichtig. Warum? Ich hoffe, ich habe mich irgendwo. Wobei eigentlich müsste hier ja müsste eine weiße reingegangen sein. Weil ich alles ausschmeiße, was nicht zu den anderen Sorten gehört. Hm? Da war doch was. Ups. Muss mal eben gucken hier. Hier müsste doch Any Unknown sein, oder? Nee. Hä? Da. Geradeaus geht alles nicht definierte. Alles nicht definierte geht dahin und alles andere. Gelb-blau dahin. Und hier geht nur rechts rot raus. Okay. Puh, ich dürfte da eigentlich nichts verlieren. Holy crap. Da ist alles voll, das ist gut. Essen scheint genug anzukommen. Du bist sehr voll, nehme ich an. Oh, es geht. Sag mal, was mache ich hier? Drücke Tasten. Das in. Oh, hier rein. Was haben wir hier hinten? Ist auch knapp, ne? Wobei, ja, doch. Hier sieht schon knapper aus. Das wird doch genug gemacht. Wir denken nicht drüber nach. Wir gehen jetzt erstmal beiseite. Wir müssen uns überlegen, wie wir dann mit den Grünen verfahren. Mit Grünen bräuchten wir wieder einen neuen Dingsbums. Könnten wir schon mal. Kann man überlegen. Aber nicht jetzt. Erst machen wir hier was. So, du sagst, du bist voll. Und du sagst, du bist. Moment. So schnell hast du mir das Zeug fertig gemacht? 1, 2, 3. Wir brauchten hier noch, ne? Logistik ist doch richtig. Hier wollen wir hin und den wollen wir ausziehen. So. Jetzt gehen wir hin, verbinden die beiden mit einem Merger. Und zwar irgendwie so. Dort schmeißen wir dieses Band rein, der Seite und dieses Band auf der Seite. Oh, ist sogar schön geworden. Nein, nein, ja. So. Hier zwischen. Setzen wir den mal schon. Du bitte da rein. Du bitte da rein und so einmal weiterlaufen, danke. Du gehst hier hin. Warte jetzt, bis das Ding hier aufgehört hat. Dann schließe ich das erst an. Du gehst an den. Und du bekommst dieses Rezept. Das Beste daran ist, dass ich den ersten eingestellt habe, alle anderen nicht. Und jetzt in dem Blueprint, das ich so drin habe, macht ja nichts.
müssten sie alle laufen. Was ist dein Fehler da drüben? Oh. Das ist. Da muss ich tatsächlich nochmal an den Blueprint ran. Hm, macht ja nichts. Aus Fehlern lernt man. So. Jetzt machen wir uns hier vorne. Einen Container vor. Noch einen Container vor. Perfekt. Das Zeug haben wir. Jetzt könnten wir hingehen und das hier erweitern. Und zwar ziemlich genau hier. Geht jetzt bis da drüben rüber. Sieht doch schon ganz nett. Ich muss sagen, bis das alles angeschlossen ist, wird das noch richtig, richtig lange dauern. Erst den ganzen Scheiß aus der Wüste holen und dann verarbeiten. Also anschließend verarbeiten. Das wäre die Frage, was wir als nächstes machen. Ich meine, anbieten wird sich ja Punkt 1, dass wir aus den beiden Sachen schon mal, eigentlich haben wir jetzt drei Sachen. Daraus könnten wir doch schon mal im Schritt 1 machen wir den Eisendraht und die Eisenplatten. Ja. Schritt 2 wird dann Eisendraht, Eisenplatten zu den verstärkten Eisenplatten machen. Zwei Schritte können wir doch eigentlich schon mal anfangen und einen dritten Schritt dann eben die wie heißen die Dinger hier? Förderbänder. Mark 2. Oder nee, Mark 1 sind es, glaube ich, die wir da machen, oder? Ich muss vielleicht nochmal gucken, wie das Rezept war. Aber erst ziehe ich mal eben die Plattform hier fertig. Das ist auch schön. Ich habe diverse Quellen, die ganz hier hinten sind. Und ich muss sie trotzdem ganz vorne einspeisen. Ist jetzt vom System her auch nicht so clever. Aber andererseits haben wir dann schön viel Bewegung und wir haben auch die Bewegung relativ einheitlich. Oh, da unten muss ich auch noch gucken, ob ich jetzt, also wie viele von den Dingern ich jetzt noch irgendwie aufrüsten muss, ne? Oder hatte ich das schon gemacht? Ist das alles schon auf Mark 2 Bändern. Egal, das ging schon. 10% sind angeschlossen. Und Arbeit. Das ist Wahnsinn, ne? Ich würde aber den hier jetzt erstmal nochmal wegnehmen. Dann müssen wir gucken. Ja, weiter. So, das geht hier auch relativ zügig, das ist gut. Jetzt brauchen wir wir gucken mal im Kurs. So, und zwar ja. Drei Stück machen zwei. Wir brauchen 30 und 20. 30 rein ist ja gar kein Problem.
Wir kriegen da 120 auf der einen Seite raus. Das heißt, wir können 4 Stück hintereinander setzen. Easy. An der Seite können wir 8 Stück hintereinander setzen. Und hätten dann 2-mal rausgehend. Wie sieht das Rezept aus? Ähnlich. Da hätten wir nur den Zwischenschritt. Wir bräuchten auch noch die... wir können auf der einen Seite 4 Stück machen für die Platten. Auf der anderen Seite machen wir 4 Stück Iron Rods und 4 Stück Iron Wire. Und dann brauchen wir diese hier. Dafür brauchen wir 30, 20, weil das ist genau 1:1 Ding. Das ist doch gut. Fangen wir an. Wir wollen. Mache ich jetzt nicht mehr der Blueprint, weil das wird ein bisschen anders wild. Produktion, dahin wollte ich. Wir brauchen Konstruktor. 12 Stück. Das ist makaber, ne? Davon möchte ich gerne 2 haben. Das ist maximal makaber. So, okay. Wir fangen auf dieser Seite an. Und sagen, wir hätten gerne Konstruktor Nummer 1. Der Höhe. 2, 3, 4. So. Wie sieht's hier aus? Wenn ich das so mache, funktioniert. Einheit wieder ähnlich sein. Das ist alles. Ich könnte die alle in die Mitte ziehen und wirklich hintereinander packen. Warum auch immer ich das mache. Hier 3. Und so wieder rein. Wenn ich die in die Mitte ziehe und ein bisschen weiter auseinander, dann könnte ich den quasi einmal rumführen. Das machen wir. Ich weiß nicht, warum ich... Doch, ich möchte es von der Seite haben. Und einen weiter nach hinten. So. Dann habe ich hier Platz. Und kann die anderen da packen. Ich will den aber einen da. Jetzt gehen wir hin. 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlt es. Jetzt eben das hier fertig, was wir brauchen. Dann können wir das alles zusammen basteln. Und dann können wir Teil 1 automatisieren. Aber hierfür, da haben wir das Problem mit dem Kupfer. Achso, die sind schon durch. Was mir fehlt, ist 2 hiervon. Wo habe ich Bleiplatten? Wo habe ich Bleiplatten? War Blei hier? Blei war da hinten, oder? Blei war da. Perfekt, wir haben alles. Hm.
Aber doch mal hingehen. Sehr gut. Und dann ziehen wir die dahin. Ich bin auch erschrocken, seit wann sind die aggressiv gegen mich? Ich meine, komme ich mit klar? Ich habe ja hier Unverwundbarkeit. Aber das war jetzt ein wenig irritierend. Und das war auch ein wenig unpraktisch, weil jetzt bin ich hier runtergefallen. Mir fehlt doch noch einer. Und hier komme ich nicht weiter. Wie komme ich jetzt am schnellsten wieder hoch? Aber auch wirklich perfekt ausgesucht. Ne? Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, dann lasse ich das hier lieber so. Wobei, der ist nur ein bisschen hoch. Ne? Hier hingehen. Also das ist so, da sind wir uns einig. Ne? Wir nehmen uns mal das Zweier. Nee. Ich will doch nur da drauf legen. Aber ja, danke. Nein. Das wird schon wieder gehen. Liebes Spiel, ja, von mir aus, dann sitzt ihn dahin, dann kann ich dich dahin setzen, dann kann ich dich da wegnehmen. Dann kann ich hier wenigstens vernünftig das alles ausrichten. Das setzen wir auch ganz bewusst ein Stück zurück. Den Splitter, der von da kommt, setzen den hier schön mittig rein. In der Hoffnung, dass es mittig ist. Das ist mittig. Dann setzen wir dich hier hin. Dann kommst du wieder weg. Hier kommt der hin. Und da kommt der hin. Hier hinten machen wir das ein ähnliches Spiel. Das ist dann hoffentlich so aus. Ja. So. Jetzt wird einmal das alles angeschlossen. Müssen wir gucken, wo wir dann wieder zwischen füttern. Aber das ist ja, eigentlich war das doch alle vier, ne? Wobei bei den 15, da konnten wir ja einfach einen komplett reinziehen. Das heißt, die hier rein rauskommen, gehen
Also die auf der Seite rauskommen, hier auf dieser. Die gehen da hinten erst rein, nach dem vierten. Und du hier, du gehst hier vorne rein. So. Zwei. Du bist drin. Jetzt wird hier zwischen. Eins. Zwei. Das sind schon drei zusammen. Da ist die Nummer vier. Und du kommst einfach mal hier raus. Hier hin. Gehst hier rüber. Stellst dich dort auf. Und sagst mir bitte nicht, dass du zu wenig davon hast. So, wieder da runter. Da brauchen wir noch ein paar. Und jetzt gehen wir die Platten wieder weg. Ja, komm, machen wir dich erst voll. Und dann holen wir uns die Platten wieder. 16 von den Platten. 2 Assembler, okay. Auch das kriegen wir hin. Zeit sagt, sieht noch gut aus. Da könnten wir noch ein bisschen was schaffen. Zack, fertig. Wir holen uns von dort aus. Geht hier drauf? Jetzt geht hier drauf. Hier hin. Und du. Ist da rein. Und dann machen wir dich wieder hier zwischen, hier zwischen, hier zwischen und hier zwischen. Okay, das haben wir. Funktioniert alles? Schön alles raus. Warum sind da welche? Was ist euer Problem hier? Du bekommst zu wenig. Warum warst du hier gerade? Warum? Warum kommt hier zu wenig an? Ich habe irgendwo noch ein zu langsames Band dazwischen. Das erklärt, warum das nicht funktioniert. Macht aber nichts. Alter, was ist denn schon so? Westburg. So, ihr seid bis hinten dran. Bei dir hätten wir gerne. Du sollst mir Platten machen. Perfekt. Das kopieren wir. Und gehen mit der Kopie hier rein. Hier rein. Und hier rein. So, du hier vorne, machst mir bitte den Eisendraht. Die Setting kopieren wir. Und das machst du mir bitte auch dort. Dort. Und dort. Und gleichzeitig machst du mir hier hinten diese. Kopierst mir das. Gibst mir das hier hin und am Ende dann bitte auch hier hin. Zumindest, sag mal, so vor, als würde das halbwegs Sinn machen, geben, tun. So, jetzt packen wir uns dort vorne hin und sagen, wir hätten gerne. Ein Anruf. So, wir machen mal weiter. Wo waren wir? Da. Wollten wir hier einen hinhaben und dann gehen wir einfach hier hin und sagen, immer an den dran kommt ein. Ich mach mir da jetzt auch keinen
Kampf, dass ich jedes Mal versuche, zwei anzuschließen. Wäre vielleicht besser gewesen, das dahinter zu tun, aber dahin. Sondern macht das schön gemütlich. Immer einen dran. Mich jetzt ärgern, aber das machen wir jetzt hier prima Auge. Du wirst mich auch ärgern, aber das machen wir auch prima Auge. So, ihr bastelt alle. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich da unten irgendwo noch ein zu langsames Band habe. Oh. Vielleicht hier auch. Wie viel müssen rein? 60 pro Minute. 120 waren zweimal 120. Also 240. Meine komplette Berechnung da oben basiert darauf, dass hier alles pure ist. Und ausgerechnet die ersten beiden, mit denen ich arbeiten will, ich brauche, um mehr da oben zu arbeiten, mit Normal. Und ich habe keine Ahnung, wie es da drinnen aussieht. Wahrscheinlich wird jede Menge Normal sein. Ich habe aber auch immer noch keine Ahnung, wie ich das hier mache mit dem blöden. Ich möchte gerne irgendwo was reinschmeißen, irgendwelche Module da dran machen. Aber ich brauche nicht sofort einen Smelter. Ich will das schon hier mit dem Crusher. Ne? Star Trek und so. Ich möchte Low Energy Modul. Es bringt mir nichts, wenn die weniger verbrauchen. Hier, Bonus to Production 25%. Das ist super. Bei 60 sind das dann 75. Ich brauche aber 120. Der hier macht mir direkt irgendwas daraus. Ja, okay, das könnte ich jetzt hier dran machen. Dann habe ich Low Energy. Wie sieht das denn aus? Dann wird hier Function Energy 1, Function Energy 2, Function Energy, kann ich drei davon dran machen. Aber ich bräuchte nicht viel. So. Offensichtlich habe ich Crusher und Smelter noch nicht drin. Was ist Function Fluid? Function Fluid würde bedeuten, ich mehr. Wie war das? Ich kann jetzt die Schnecken hier in den reinleiten, ne? Wenn ich so einen Schneckensaft mache, oder? Hm. Ich muss da vorne. Ich muss mir das jetzt nochmal alles machen. So. Weil die Schnecken kann ich nehmen und aus den Schnecken Schneckensaft machen. Kriege ich ja gerade auch ordentlich raus. Das passt ja alles. Die kommen ja alle gut da raus. So. Das heißt, wir hätten jetzt hier, nicht im Farming, sondern da. Nee, auch nicht. Wo waren das? Liefer, bla bla bla. Nope. Farming. Nope, nope, nope. Sieht das nicht der Komposter? War das im Komposter? Nicht hier vorne einstehen, habe ich den abgerissen. Da steht er. Perfekt.
Hallo, hallo, Herr Komposter. Ich habe Fragen. Hallo, hallo. Wenn ich einen Slug reinschmeiße, kriege ich Energized Slug Slime. Wenn ich den Energized Slug Slime nehme. Energized Slug Slime. This, with this energized slime, we could certainly make a miner more effective. Wenn ich das Zeug nehme. Du, hier bist mein Versuchskaninchen. Du bist mein Versuchskaninchen. Das ist mir gerade shit egal, wie bescheuert das aussieht und wo das jetzt gerade rauskommt. Wir gucken uns das an. Floor Hole. Hier dürfte nichts im Weg sein. Wir hätten gerne ein. Oder. Davon können wir ein bisschen was machen. Rohr hoch. Wenn ich das Rohr hoch habe. Also, einmal. Nein, ich möchte gerne mit in die Karte haben. Rohr da hoch. So, hätte ich dich gerne. Danke. Oh, oh, yep. Dann. Oh, das passiert. Hier passiert auch noch Dinge. Da gehst du raus. Ist hier noch irgendwas, was ich... Die werden schön verarbeitet. Das sind so, du pumpst mir jetzt da was rein. Ja, das ist auch sofort weg. Okay, verstehe ich. Jetzt pumpst du das hier runter und hier unten sagt... Hat hier unten jetzt irgendwie... Ich hab das immer noch nicht raus, ne? Weil offensichtlich geht das jetzt nicht hier rein und bringt auch nichts und ich habe auch nichts da dran. Muss ich jetzt dieses Energiemodul bauen? Wo ist ein Mam? Ich brauche ein Mam. Oh. Hard-Drive-Analyse. Ich habe keine Hard-Drives mehr. Welche? Offensichtlich hatte ich nur eine Hard Drive. Macht nichts. Analysierung mal. Da bin ich falsch. Brauche Elektroschnecke. So. Davon habe ich immer noch nicht eine. Das bringt mir alles noch nicht. So, ich habe jetzt dieses. Glaub, langsam verstehe ich das. Glaub, langsam verstehe ich das. Aber wir sind schon wieder zeitlich entscheiden. Das heißt, ich gehe jetzt da hoch. Nein, ich gehe jetzt hier dran.
Sage mir. Du bist wieder voll. Und ich brauche. Das will ich jetzt noch sehen. So, wenn ich den hier mache. Oh. Power Shard Crystal. Wie kriege ich den Power Shard Crystal? Ich mache mir jetzt nicht nochmal wieder erstmal dahin. Also. Hier irgendwo stand ein Mann im Raum. Da. Also. Ich habe immer noch keinen. Egal was ich mache. Also das habe ich ja offensichtlich schon freigeschaltet. Aber egal was ich mache, ich komme nicht an dieses Ding dran, was ich dafür brauche. Dafür muss ich hier hin. Und dafür brauche ich die. Und die kriege ich irgendwie nicht. Also, das ist tatsächlich ein Punkt, der an der Mod tierisch schlecht ist. Wir haben hier einen Teil, der glückbasiert ist. Oh. Und glückbasiert ist halt nicht gut. Weil es ist nicht berechenbar. Also wenn ich hier hingehe und... Ja, da war ja was. Ja. Ich habe diese hier gefunden. Okay, du brauchst sogar schon anderes Futter. Das ist tatsächlich etwas, was ich kein bisschen verstehe oder nachvollziehen kann. Weil es bringt halt einfach nichts. Da muss ich halt damit leben, dass das alles nicht funktioniert. Wunderbar. Wenn immer zu wenig ankommt. Das nimmt einem auch so ein bisschen den Spaß raus, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, jetzt habe ich hier genug Platten, das läuft ja alles schon mal. Aber das ist halt der Teil, der gerade nicht so schön ist. Warum kann ich nicht... Also, dass ich da anders rangehen muss, alles okay. Aber was nicht okay ist, ist halt der Teil, ich muss Glück haben, dass ich die richtige habe und dann muss ich auch noch 200 Stück davon haben. Dann, wenn ich eine kriege, kann ich die vermehren, gar kein Thema. Sobald die vermehrt ist, vermehre ich noch mehr und dann ist alles gut. Aber ab dann wird es schwierig. Oder bis dahin. Warte mal, ich habe doch da unten noch einen rumstehen, ne? Ich brauche dafür das andere Futter. Okay, aber. Also, wir brauchen das Gesamtkunstwerk. Das Gesamtkunstwerk geht mal weg. Ach ja, wir müssen ja so ein Gesamtkunstwerk hier bauen. Ja, darüber. Hier hin. So. Also, wir brauchen diese. Und nehmen wir jetzt eine blaue oder... Na komm, wir nehmen einmal da und einmal damit.
So. Die hier ist Purple und Blue. Das heißt, ich packe die da rein und ich packe die da rein. Dann kriege ich einen davon. Fünf davon. Was ist, wenn ich das mache? Immer noch da. So, okay. Dann komme ich wenigstens mit der Temperatur besser hin. Bei der weiß ich noch nicht die Temperatur. Aber ich kriege Eier davon. Darf jetzt auch nichts schief gehen. So. Brauche das Futter. Ist ja auch kein Ding. Haben wir. Können wir zwischendurch auch machen. Damit das halt getan. So, jetzt brauchen wir Power. Power, Power, Power. Der ist voll. Der ist nicht voll. So, Power ist dran. Humidity doesn't seem right. Welche brauchst du hier noch? Funktioniert das? Wir müssen jetzt ein bisschen rumprobieren, wo wir den Punkt finden. Das steht ja leider hier nicht dran. Temperature. Gucken wir uns mal die Temperatur bei Blau an. Bist du hier? Du bist lila. Lila hat Temperatur 44 bis 60. Blau hat Temperatur 55, 40 bis. Temperatur 22 bis 38. Das ist das. Du hast 18 bis 32. Und du bist 44 bis 62. Okay. Dann setzen wir Temperatur mal hoch, oder? Wir gehen mal auf 30 Grad erstmal. Ja. 30. Enter. Gucken wir mal, ob sich da irgendwo was bewegt. Das versuchen wir jetzt noch eben, dass die wenigstens anfangen, dass ich in der, also in der Hoffnung ein Ei zu kriegen, ein grünes. Okay, 35. Oh, ist das direkt am oberen Ende davon? Habe ich gesagt? 38. Wo ist die obere, mein obere Ende bei der Humidity? 55 ist die obere. Also, es muss ja dann maximal 38 Grad sein. Okay, wo ist das Wiki? Das sieht gut aus. Das hier ist die Mod. Ich guck mal eben nach. Hier gibt es nämlich Research Trees. Oh. Das ist das Set of Factory Mod Plus Wiki. Ich brauche aber das. Im Farming. Ne, Power Slugs dahin muss ich, Entschuldigung.
Was ist das? Nein. Was ist das? Okay. Dahin. Weil sonst bringen wir nichts. Ich brauche Priesterstunden. Ausweis. So. Dafür brauche ich die grünen. Die grüne Announce Light. Points, das ist schön. Recipe. Blabla. Ei plus was? Oh, die brauchen dann auch endlich mal Wasser. Rüstung. Und so weiter. Need for Schematics. Show Spoiler. Danke. Limeslug. Danke. Es steht ernsthaft nicht da drin. Okay. Das ist dann, welche Temperatur soll ich denn dann einstellen? Oder brauchst du kälter? Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur hat ja auch nicht gut funktioniert. Und die Temperatur mal sinken. Weil wir die immer noch nicht wissen. Okay. Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperatur. Ich verstehe. Brauchen wir Wasser. Ach, ja. Ja. Wir haben ein grünes Ei. Kriegen wir ein zweites. Weil das grüne Ei wäre mega. Eigentlich 1,5. Die blauen können wir rausnehmen. Zweites, sehr gut. Drittes werden wir nicht voll kriegen, aber wenigstens haben wir zwei Stück bekommen. Das ist gut. Okay, da ist Ende. Jetzt gehen wir. Ich müsste jetzt nach unten gehen, das eine wieder aufbauen, was ich gerade abgebaut habe. Ja. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Okay. Tut mir leid, da gehen wir jetzt noch mal eben durch. Also, eine Slug Hatchery. So. Und dahin. 7. So, wir brauchen. Oh, es wäre gut gewesen, die Eier mitzunehmen.
Ja, es ist heute eine XL-Folge. Geplant war 45 Minuten. Glückwunsch, wir sind auf dem Doppeln gleich. Wir sehen, ob wir mit den Eiern ein bisschen besser vorankommen, weil mir fehlen halt die Weißen, die kommen halt so gar nicht. Und ohne Weiße... Oh, jetzt klingt das rassistisch. Ohne Weiße kommen wir halt nicht weiter. So, echt ihr Mut zur Lücke. So. Dahin. Darüber. Die hätten wir gern drin. Missing Power. Das Erste, was wir machen können, ist Missing Power. Theoretisch. Da ist Missing Power erledigt. So, Missing Fluid Tank. Missing Incubator. Incubator Mode. Dann haben wir Humidity. Nein. Humidity hatten wir gerade. Dafür brauchen wir das Humidity Module. Na komm. So. Humidity Module. Temperature. So. Humidity ist bei 50, müssen wir auf plus 5 haben. Und Temperature müssen wir minus 3 haben. So, dann sollte das passen. So. Und ab jetzt wird es halt richtig bescheuert. Ich habe keinen Fluid Tank. Jupp, ist gut. Hard Drive, haben wir noch eine? Ich hau einfach mal drauf. Ach, guck mal. Ich kann hier beliebig oft drauf drücken. Kleiner Bug. Ich habe gar keine Festplatten mehr, aber ich kriege jedes Mal scannen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche Rezepte kriege, aber das ist, sieht halt witzig. Da ist ein Time Module und da ist der Fluid Tank. Ich muss erst dieses kriegen, dafür brauche ich die und die kriege ich nicht. Der Teil, mit dem ich muss mir die erarbeiten, der ist vollkommen okay, aber es ist glückbasiert und das fällt mir gar nicht. Es kann nicht die Lösung sein, diese Fabrikation hier übermäßig groß zu machen, damit ich halbwegs eine Chance habe, irgendwas mal zu kriegen, was ich brauche. Das ist tatsächlich, ich weiß, ich meckere gerade viel. Aber das ist definitiv nicht Sinn und Zweck der Sache. Auch hier drüben dürfte nichts drin sein, was mich interessiert. Nope. Wie sieht es hier aus? Auch nicht. Ich könnte aber mal so ein Paket hier nehmen und darüber legen. So. Wie viele Folgen stehen die hier jetzt schon rum und der hat gar keine Chance, die zu machen? Der hat gar keine Chance, die zu machen. Der hat einmal ein Viertelprozent das gemacht und der hat auch nur ein Viertelprozent. Das war einmal Glück. Und ich will nicht wissen, was ich nachher brauche, um die hinzukriegen. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Und da bin ich auch ehrlich. Auf die Art und Weise habe ich da keinen Bock drauf. Deswegen, wir holen uns das jetzt. Und zwar hier, wir haben Mam zu tun. Das hier, das haben wir. Es fehlen 200 Stück davon. Das heißt, wir gehen jetzt einmal in die Settings. Da will ich halt auch ehrlich mit euch sein. Da wollte ich hin, meine ich. Gameplay. Gift Item.
Unknowns. Luck-ID, das müsste die... diese hier sein. Gib mir mal 200... Nein. Komm, einfach nur für Sicherheit. 205. Confirm. Dabei. Raus. Wir gehen hier rein. Elektroschnecke. So. Ihr seht, ich habe es mir geholt. Und kann das jetzt nicht machen, weil die Festplatte läuft, die ich gar nicht habe. Schade. Wäre schön gewesen, sonst hätte ich da jetzt drauf gedrückt. Aber ihr habt gesehen, ich habe mir die geholt, weil da jetzt einfach drauf zu warten auf Glück, finde ich nicht sinnvoll. Und selbst wenn ich da jetzt 400 Dinger hinpacken würde und alle nur auf Blau gehen, und wird auch nichts bringen, weil prinzipiell habe ich bei jedem Einzelnen eine 0,25% Chance. Ja, theoretisch ist das möglich, dass dann einer immer eine weiße ausspuckt, aber nein. Das machen wir nicht. Beim nächsten Mal hole ich das Ding, oder beziehungsweise gleich hole ich das Ding, und dann gucken wir, dass wir uns in den nächsten Teil ranmachen, an dieses Modul, was ja dann durchaus wahrscheinlicher ist, wobei ich sagen muss, lassen wir das anklicken. Ja, hier kann das wenigstens stehen bleiben. Das eine sieht schon nach Kohle aus. Da gehe ich mal von aus, dass ich das auch noch nicht kann. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Äffchen. Tschüss.